Wer wach hingehört hat, hat festgestellt, dass uns die erste Lesung berichtet aus der Zeit, in welcher von Gott Hilfe erwartet wurde, vom Volk, das sich verirrt hat, das sich abgewandt hat von Gott, das sich völlig schlecht fühlt, wie ein beschmutztes Kleid ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind wie dürres Laub. Du, Gott, hast uns unserer Schuld überlassen, unserem Herzen, das sich verirrt hat. Das Volk fühlt sich völlig am Boden. Am Ende der ersten Lesung wurde jedoch die Hoffnung des Volkes zum Ausdruck gebracht, nämlich wir sind der Ton und du bist der Töpfer. Du kannst etwas machen aus uns. Die zweite Lesung hat uns berichtet, dass der Apostel Paulus sich freut darüber, dass es das Volk die Gnade angenommen hat. Ich danke meinen Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde. Das heißt, der Apostel Paulus sieht die Gemeinde in Korinth genauso begnadet, wie er selbst ein Begnadeter geworden ist vor den Toren vor Damaskus. Da ist ihm der Sohn Gottes ins Herz gegangen, der Auferstandene. Das heißt, Paulus sieht schon, was allen Menschen zugedacht ist, diese tiefe Gemeinschaft mit dem Retter, mit dem Sohn Gottes, mit Jesus. Und dann sagt er ganz zuversichtlich, er, der Sohn Gottes, wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht von der Wiederkunft des Herrn, die auch Jesus im Evangelium anspricht. Und Jesus betont die Wachsamkeit. Wach sein, damit es möglich ist, schuldlos dazustehen am Tage des Herrn, am Ende unseres Lebens. Schuldlos dastehen heißt, dem Leben nichts schuldig geblieben sein. Gott geantwortet haben auf die Gnade, die er uns in Jesus geschenkt hat. Und das Wachsein meint, wie Jesus sagt, der Türhüter soll nicht nur wach sein, wenn der Herr kommt, sondern er muss die ganze Zeit wach sein, wenn nämlich die übrigen schlafen. Dann muss er besonders achtsam sein, dass nicht irgendjemand oder irgendetwas ins Lebenshaus eintritt, was dem Haus Schaden bereiten könnte, was dem Leben abträglich wäre, was dem Leben weggenommen werden könnte. Die Wachheit ist Voraussetzung dafür, dass Gottes Geist, Gottes Gnade, Gottes Wirken bei einem Menschen tatsächlich, darf ich so allgemein formulieren, erfolgreich sein kann. Die Gnade Gottes, die uns ins Herz geschenkt wird, will zum Ziel kommen. Und das ist uns aufgetragen, dem zu dienen, der Gnade zu dienen, dass sie bei uns wirken kann. Es der Gnade leicht machen. Der Advent stimmt uns ein auf die Weihnachtstage.
In den Weihnachtstagen wiederum hat das Kind so den Vorrang. Und es ist nicht zufällig, dass Erwachsene und Ältere wieder in Stimmung kommen, nämlich in die Stimmung, die wir bei Kindern doch leichter wahrnehmen. Das Kind mahnt auch ganz ohne Anstrengung, das Kind mahnt und bewirkt, dass der Erwachsene auch wieder dem Kind Aufmerksamkeit zuwendet. Und das fällt den Erwachsenen teilweise ganz leicht, weil sie sich an die eigene Kindheit erinnern, weil sie erinnert werden an die eigene Ursprünglichkeit, an die Natürlichkeit und Spontanität und weil sie im Kind das verwirklicht sehen, was ursprünglich auch den Erwachsenen zugedacht war und immer noch zugedacht ist, nämlich dieses Vertrauen, diese Leichtigkeit im Leben, dieses Annehmen des Lebens, dieses Offensein auf das Leben hin, dieses größeres Erwarten. Das Kind, es ist ja lustig, es erwartet das, was die Erwachsenen schon haben, eine Selbstständigkeit. Ein Dürfen und das Wollen des Kindes ist eine natürliche Strebekraft. Der Erwachsene hingegen wünscht sich manchmal die Leichtigkeit des Kindes, das Vertrauen des Kindes, das Vertrauen können. Diese Natürlichkeit, diese Unbeschwertheit wiederum wünscht sich der Erwachsene. Weihnachten wird uns auf die Ganzheit, auf die Gesamtheit des Lebens und der Biografie aufmerksam machen. Der Advent will uns hinführen zu dieser Gesamtheit des Lebens, wo eben die Leichtigkeit des Kindes durch das Vertrauen können und die Selbstständigkeit des Erwachsenen, der auf das Leben hört, der auf die Gnade achtet, der zur Freiheit der Kinder Gottes berufen ist. Das ist so das Streben des Heilen des ganzen Menschen. Jesus führt uns zu diesem Leben. Und die Autoren der verschiedenen Jahrhunderte sind nicht müde geworden, einerseits auf die ursprüngliche Bestimmung des Menschen hinzuweisen und davon zu sprechen, dass wir durch Jesus wieder diese Gottähnlichkeit in Fülle geschenkt bekommen. Andererseits auch, wie zum Beispiel Irenäus von Lyon, der sagt, ja, wir sind so in der Hand Gottes wie der Ton, der von Gott gestaltet wird. Und wir sollen uns diesem Ton, wir sollen uns Gott überlassen, dass er uns formen kann nach seinem Bild. Und dann kommt es dazu, was der heilige Johannes von Kreuz als Ziel des Menschseins erachtet, dass nämlich Gott uns wieder so herstellen kann, wie wir ursprünglich von Gott gedacht sind. Die Schönheit des Gottesbildes kann auch im Erwachsenen deutlich werden. Und Johannes von Kreuz sagt, diese Schönheit ist uns wieder geschenkt und auch die Schönheit des übernatürlichen Seins. Und er meint, das geschah, als der Sohn Mensch wurde und der Mensch zur Schönheit Gottes erhoben wurde. Gott hat sie gänzlich, so können wir sagen, die Menschen nämlich, in Schönheit und Würde eingehüllt. Und dann kommt er, als Mystiker wagt er so zu sprechen und kann es aus tiefster Einsicht tun. Ich wäre dann so sehr in deine Schönheit umgestaltet, dass wir uns
einander in Schönheit ähnlich geworden. Beide in deiner Schönheit sehen und ich die gleiche Schönheit wie du habe, so dass jeder beim Blicken auf den anderen in ihm seine eigene Schönheit sehe. Deine Schönheit selbst wird meine Schönheit sein, und so werden wir einander in deiner Schönheit sehen. Das wollen wir im Advent und zu Weihnachten bestens von unserer Seite anstreben. Amen. Die Schönheit Gottes will sich auch in uns Menschen abbilden und zeigen. So spricht Jesus: Ich schenke mich in dein Herz, damit meine Schönheit deine Schönheit sein kann. So wünsche ich, dass wir schon die Adventszeit, und zwar jeden Tag und jede Stunde, nützen, um die Schönheit Gottes irgendwie durch unser Leben auszudrücken, zum Guten und zum Schönen, zum Wahren und zum Rechten beitragen.